Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Erde brauchen wir dafür. Und dann kriegt der Tannenbaum seine... Ich muss überlegen, ob das schöner aussieht, wenn man die oben drauf stellt. Hoho. Ich habe eine sensationelle Meldung. An das Laub vom Baum kann man soweit nicht ranbauen. Ja, das war wohl nichts. Ist nichts mit Bäumchen schmücken. Ja, ja, habe ich auch gerade festgestellt. Unglaublich. Einzige, wo ich Fackeln dran bauen kann, ist das Holz. Beim Baum oben geht es leider nicht. Das, was ich da einbauen könnte, wären Glowstones. Die könnte ich einbauen. Okay. Aber das hat natürlich jetzt nicht unbedingt so den das Ambiente von Kerzen, ne? So wirklich. Schade. Ich hätte da gerne einen Tannenbaum rausgemacht. Gerade weil es hier oben ja mal so schön schneit und so, aber ja, kannst du klicken, wie du willst. Da passiert nicht. Am Stamm geht's. Da oben geht's nicht. Ups. Schade. Very schade. Ja, dann kann man nichts machen. Dann müssen wir das so hinnehmen. Ne? Hm. Eisbahn, Rutschi. Juhu. Wow. Was. Auch nicht schlecht, okay. So, ich führe das mal eben vor mit dem Stein. Nämlich eigentlich eine super Sache. Ich baue nämlich jetzt mal einfach spaßeshalber hier einen Holzblock hin. Der gleich verbrennen würde. So, setzt ein Schild dran. Dem Block passiert nichts. Diesem hier wird gleich was passieren. Oh, warte mal. Wenn der brennt, dann brennt nämlich automatisch auch das andere Ding damit ab. So, dann ich baue die mal da hin. So. So siehst du. Der Block links hat schon mal Feuer gefangen. Der andere wird gleich auch Feuer fangen. Ist ja klar, weil er ja im Feuer oder ganz nah am Feuer ist jetzt. Aber es geht direkt wieder aus. Im Gegensatz zum linken Block. Moment. Also ist total sah. So. Den einen Block hat zerlegt. Der andere, dem passiert nichts. Der ist feuerfest. Obwohl er mitten am Feuer ist. Was? Wann ist denn das abgeschafft worden? Oh! Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass gewisse Bereiche von meinem Hexenkessel nicht mehr abgesichert sind. Wenn ich die mit der Version 1.11 starte. Das ist gar nicht mal so gut. Das ist jetzt gar nicht mal so gut. Okay, also Meldung zurück. Kommando zurück. Es brennt wieder. Wenn man ein Schild macht.
Verdammt! Seit wann das denn? Info löschen? Was? Info löschen? Achso, ja, Info löschen, ja. Ja. Ich will nicht sagen, aber irgendwie. Ah, warte mal. Der Baum hier ist noch nicht gewachsen, habe ich gerade festgestellt. Der war ja immer noch ein Setzling. Da machen wir mal eben mit Knochenmehl einen Baum drauf. Achse. Willst du nicht? Hallo? Zu nah an der Wand oder was? Kann ja nicht wachsen. Eine sensationelle Erkenntnis hier wieder. Ui! Ich weiß jetzt zumindest, warum ich an dieser Stelle kein Beetchen gemacht habe. Jetzt kann ich eins hinmachen. So, dann muss ich mir wieder Material abholen. Also, mein. Ey! War doof. Ja. Das ist aber gar nicht mal so gut. Moment. Irgendwo hier war noch Material über. Hier nicht. Hier, ne? Mein irgendwo hier drin. Irgendwo hier drin war noch Material. So, sehr schön. Habe ich 4 Steine über und das passt. Damit komme ich klar. Nee, die Blume, die hatte da unten auch keine Auswirkungen. Die habe ich ja auch schon vorher gesetzt gehabt. Ich nehme mal an, dass die Wand zu nah dran ist. Dass er deswegen nicht wollte. Vermute ich jetzt mal, weil. Jetzt mal eben das Ding weg. Mal eben wieder hier die Beblumung dahin bauen. So. Und den Setzling. Die anderen sind ja auch gewachsen, trotz Blumen im Beet. Nehmen wir mal an, dass das jetzt funktioniert. Zack, da ist er. War zu dicht an der Mauer, da wollte er nicht wachsen. Da konnte er nicht so entstehen, wie er wollte. Wunderbar. So, jetzt haben wir das. Schick. Schick. Ist richtig gemütlich geworden hier, ne? Genug selbst auf die Schulter geklopft. Immer. Was treiben wir denn jetzt noch Schönes hier? Was? Zu? Dankeschön! Um es mit Dark zu sagen, Slashbow. Verbeuge mich. Oh. So tief verbeugt, dass ich schon eine Etage zu tief gelandet bin. Super. Zack. Damals. Ja, doch noch irgendwas auf dem Schirm. Mann. Ah ja.
Ich weiß wieder was. Dafür muss ich allerdings noch mal auf Tauchstation hier und ein paar Sachen rausholen. Apropos Sachen, ich könnte vielleicht mal einfach hier so ein paar Packen abwerfen. So viele brauche ich in der Regel nicht. So. Wir benötigen Bücherregale, Blumentöpfe, Blumen, das, also roter Farbstoff. Das war einer. Irgendwo war hier auch in der Nähe Blumentopf, meine ich, ne? Der war weiter hinten. Wollen wir mal gucken, dass ich da nicht wieder dran vorbeirenne an dem Teil. Nein. 13 Tück haben wir noch. Wunderherrlich. Den könnte ich auch machen. Wenn ich da Wasser reinmache, wird das auch ein? Gute Frage, ne? Kessel friert das, glaube ich, hoffentlich nicht ein. Keine Ahnung. Das funktioniert oder nicht. So, Blumen. Blumen für mein Haus. Hätte der gerne Orange drin? Oh. Ich bin heute irgendwie auf dem Orange-Trip. Dann lass uns mal Orange nehmen. So. Einfach mal so zum Spaß. Dann brauchen wir noch Druckplatte, Holzdruckplatte bitte. Oh. Für Stehtische, Holzdruckplatte. Ich möchte gerne Stehtische aus Holz bauen. Obwohl, möchte ich das? Oder möchte ich die lieber aus einem anderen Material bauen? Warte, aus Holz. So. Ein paar Truhen nehme ich noch mit für mein Haus, für mein großes. So, Bücherregale wollte ich haben. Die habe ich jetzt natürlich als einzigste nicht geholt, obwohl sie ja ursprünglich hier als erstes angedacht waren. Ne? So, dann nehmen wir mal wieder mit. Nur hier, ach, da unten. Die sind da unten wieder am rumknurren. So, wir brauchen noch ein paar Stufen wieder. Kann ich ja nachher wieder zurückpacken, ne? Und Treppe. Ab geht's. Ab geht die. Achso, falsche Richtung. Ab geht die Post. Ab in mein Häuschen. So. So, da sind wir wieder. Ein Kaffee dazu? Schön kalt. So, wenn er nicht auf der Platte steht. So, mein Erdgeschoss, das ist ja eigentlich zur Gänze schon mal ganz gut eingerichtet. Aber hier oben umgebaut. Wohin und habe hier vorne so Erker dran gebaut und hier die Seitenfenster ein bisschen verkleinert. Das war nötig aufgrund der Dachstruktur außen, aber
Das gefällt mir hier natürlich jetzt überhaupt nicht. Wobei es natürlich eine Idee wäre, vor jedes Fenster so ein Ding zu bauen, ne? Aber da habe ich eine bessere Idee. Wie wäre es mit bei jedem Fenster eine Art Fensterbrett zu bauen? In dieser Form. Das passt besser. Ja, das muss dann natürlich auch weichen, ne? Das schöne Regal hier. Aber das können wir gleich woanders hinbauen. So und so. Und daher kann man jetzt schön mal drauf schauen. Hier so ein Teil, da rechts und links vielleicht. Da auch. Rück mal ein bisschen ein. Oh, ja, aber nicht so tief. Ja, ich weiß. Ich bin ein Elefant im Porzellanladen. Ja, ja. Mache immer alles kaputt. Also richtig. Das ist mein Schicksal. Der Shio macht alles kaputt. So. Ich mach's ja auch wieder heile, ne? Danach, oder? Also meistens. Wenn ich sehe. Ach je. Immer mache ich alles gut. Ja, aufgrund dieser super Dachstruktur kann man ja da eigentlich gar nicht groß was hinstellen. Ne? Das ist mal so. Wir machen das einfach. Wir brauchen ja trotzdem was hin. Sehr genial. Komm, Bücherregal. Zack. Für ein Loch. Ergibt sich so aus der Dachstruktur. So. Nein, wir machen jetzt folgendes. Ich baue jetzt einfach hier ein paar Bücherregale. Und hier in die Ecke. So, ja. Das hat natürlich jetzt hervorragend geklappt, was ich hier vorhatte. So, ne? Dann sieht das da auch ein bisschen geschlossen aus. So. Und hier bauen wir weiter. Bis hier. Ganz genau ziehen. So, einmal. Zweimal. Und mal. So. Puh. So, da haben wir schon mal ein paar Bücherregale. Sehen wir schon mal gut. Kriege ich das hier auch noch hin? Auch wenn ich da jetzt nicht so gut dran komme. Warte mal. Da bauen wir uns erstmal da oben ein hin.
So. Ja. Nee. Das ist natürlich auch eine ganz gute Idee. Erstmal mache ich das hier weg, weil das ist. Habe ich das Bücherregal zerlegt, statt es abzubauen? Ja, das ist natürlich intelligent gewesen. Normalerweise baue ich das ja mit meiner Behutsamkeitshacke ab. So, wo soll ich eine Couch hinbauen, dass man das Fenster gucken kann? Ich meine, ich habe ja hinten, habe ich ja eine Terrasse mit Liegen, ne? Zum Liegen halt. War der schräge. Immer hier, ne? Ach so. Das ist doch mal eine Idee. Das ist doch mal eine Idee. Und lass das doch mal. Lass das doch mal machen. So, meinst du, ne? Vielleicht aus Fichtenholz dann. Damit sich das ein bisschen ab. Moment. So, ne? Oh. Das ist super. Das nehme ich. Das nehme ich. Passend dazu habe ich hier noch zwei. Kleine Dinger für den Couchtisch. Habe ich welchen hier? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Also latschen. Bin mir sowieso nicht ganz schlüssig. Soll ich hier oben gelben Teppich drin lassen? Gelben? Lieber eine andere Farbe. Ich könnte da hinten eine andere Farbe wie hier machen. Doch, hier lasse ich den gelben liegen und da hinten mache ich eine andere Farbe. Aber welche? Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut, bye bye.